Ein Teil des Lösegeldes gehört mir. Es ist immer noch nicht aufgetaucht. Die Tasche? Die Polizei hat alles abgesucht. Herr Seifeld, es tut mir wirklich leid, aber diese ganze Aufregung, dann das Kind wurde immer schwerer. Ich konnte nicht mehr. Wenn Sie noch mal scharf nachdenken. Sie hat mir das Leben gerettet. Das bestreite ich auch nicht. Doch. Du bezichtigst sie des Diebstahls. Du kennst diese Frau doch gar nicht. Da hast du recht. Aber was ich weiß, ist, dass er sich anständig und nobel verhalten hat. Ich glaube, wir können es wagen. Nein, vielleicht nur ein Handkuss. So? Mhm. Oder so? Mhm. Findest du das okay, dass du die halbe Nacht mit ihm verbringst? In der Küche oder sonst irgendwo? Ja, wo soll man denn sonst kochen? Du bist eine verheiratete Frau. Ja, und? Ja, glaubst du, deinem Ehemann, dem gefällt das? Ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, sie ist Cosima Zastros Schwester. Aber nachdem ihr ja als Babys vertauscht wurdet. Das heißt, sie ist meine leibliche Schwester. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Kann nicht sein. Du, ich habe sie drauf angesprochen und sie hat's ohne Zögern bestätigt. Aber es spricht schon auch einiges dafür. Warum wäre sie sonst am Grab von Cosima Zastro gestanden? Cosima hat nie von einer Schwester gesprochen. Vielleicht mochten sich die beiden nicht. Frau Hofer hat ja wohl auch hier erst vom Tod ihrer vermeintlichen Schwester erfahren. Wo ist sie jetzt? Die packt gerade ihre Koffer. Ausgecheckt hat sie schon. Ich muss sofort zu ihr. Das wäre unglaublich. Herzlich willkommen. Danke. Ja, tut mir leid, wenn ihr dachtet, mich endlich los zu sein, aber ihr seht ja, Unkraut vergeht nicht. Prost. Prost. Ja, es gab da eine Person, die es auf meine Familie und vor allem auf mein Leben abgesehen hatte und deshalb musste ich ein paar Tage untertauchen. Tut mir leid, das war nicht fair, euch in dem Glauben zu lassen, dass ich schon tot wäre. Aber ging leider nicht anders. Besagte Person ist mittlerweile hinter Gittern und wir können alle wieder ruhig schlafen. Ja, und wenn die Ärzte es zulassen, dann werde ich bald wieder in der Küche stehen. Ich freue mich drauf. Schön, dass Sie wieder da sind. Danke. So, und jetzt brauche ich dich. Ich denke, ihr könnt in Pause gehen. Weißt du was, denn wollen Sie jetzt meinen Job übernehmen? Zumindest für die nächsten 2 Stunden. Und was wird das? Das wird eine Überraschung. Also, verschwinden Sie. So weißt du, werde ich schon aus meiner eigenen Küche geworfen. Also raus, Pause. Was wird das denn? Das wird die versprochene Nachhilfestunde. Du glaubst ernsthaft, dass du mir was beibringen kannst? Klar, zumindest was die thailändische Küche betrifft. So, ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ich soll hier die Hilfsarbeit machen. Die Aufgabe des Schülers ist es, zu assistieren. Hm. Also einmal Mörsern bitte. Wir machen eine Mazzamansoße. Das habe ich auch schon mal schneller gesehen. Zack, zack, hurtig. Jawohl, Frau Chefin. Ja, bitte. Sie wollen wirklich abreisen? Ich werde mich hier sicher niemanden aufdrängen. Es ist mir so unangenehm und peinlich, was mein Ex-Mann Ihnen unterstellt hat.
Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich in meiner Angst um Sie und die kleine Mila so schlecht auf das Geld aufgepasst habe. Daraus kann man Ihnen keinen Vorwurf machen. Was wir da durchgemacht haben. Ja. Aber es gibt Leute, denen Geld anscheinend wichtiger ist. Hoffentlich denken Sie nicht genauso über mich. Frau Saalfeld, wenn ich so scharf gewesen wäre auf das Geld, dann hätte ich das Kind irgendwo abgelegt und wäre verschwunden, anstatt Sie auch noch zu befreien, oder? Ich muss Ihnen was erzählen, was ich selbst gerade erst erfahren habe. Man hat die Tasche gefunden. Nein. Ich kann es selbst noch gar nicht begreifen, aber wie es scheint, sind wir zwei, wir sind Schwestern. Was? Wir sind Schwestern. Habe ich ja richtig Gänsehaut. Taucht da plötzlich eine Schwester von Charlotte auf, von der man gar nichts wusste? Tja, ich habe sowas ja mit dem Gustl selber schon erlebt. Hör mir bloß damit auf. Das war ja eine Überraschung, als der plötzlich vor der Tür stand und sah so aus wie du. Ja. Und danach durften wir ja auch noch so einige Überraschungen mit dem Gustl erleben. Das kann man wohl laut sagen. Und trotzdem bist du doch jetzt froh, dass es ihn gibt, hm? Ja, er ist ein herzensguter Mensch. Aber was da jetzt auf die Charlotte zukommt. Was meinst du damit? Na ja, denk bitte an die ganzen Intrigen von der Zastro. Ja, Mai, so mutig wie diese Hofer ausgerechnet Patricia Stahl die Stirn geboten und dann auch noch Charlotte befreit hat. Also, die kann kein ganz schlechter Mensch sein. Aber die Zastro und die Hofer sind in denselben Verhältnissen aufgewachsen. Ja, das muss doch nicht unbedingt was heißen. Wollen wir es hoffen. Hello, Jonas, how are you? Meldet der sich auch endlich mal. Hallo, ich bin gerade erst aufgestanden. Ziemlich was los hier. Aber du wirst ja hoffentlich das New Yorker Nachtleben nicht mit dem Bichelheimer Nachtleben vergleichen, oder? Gib mal her. Hallo, Jonas. Alfons hat gerade ein Gesicht gemacht, als ob du dir die Nacht in New York um die Ohren gehauen hast. Ja, du sollst dich doch um dein Stipendium kümmern. Das habe ich schon so gut wie in der Tasche. Oh, da sind wir aber gespannt. Hast du dich schon bei Tina gemeldet? Mach ich noch. Ja, also das wird ja nur Zeit. Hm? Wie geht's denn bei euch? Ah, bei uns ist auch so einiges los. Ja, erzähl du doch mal lieber von dir und von New York. Warst schon auf dem Empire State Building? Ob du auf dem Empire State Building warst? Hm, riecht nicht schlecht. Mhm. Holst du schon mal die Fischsoße? Mhm. Boah. Was denn? Ja, das stinkt, als würde der Fisch schon 4 Tage in der Sonne liegen. Tja, andere Länder, andere Sitten. Boah, du willst allen Ernstes das in deine Essen kippen? Klar. Mit Fisch muss man aufpassen, ne? Ein paar Tage drüber und du holst eine Vergiftung. Du kannst sie ja gerne vorher probieren. Das ist wahnsinnig. Das ist ein Fischkonzentrat, das stinkt immer so. Mhm. Ein paar gesalzene Sardellen und andere kleine Fische über Monate fermentiert wurden. Wenn man eine richtig edle Fischsoße machen will, nimmt man Austern und Garnelen. Aber dafür warst du ja zu geizig. Du Angeber. Was denn? Ich bin Koch. Und die Fischsoße geht ja gar nicht. Wenn du mich noch einmal veräppelst, dann kriegst du die Fischsoße. Pass auf mit der Soße. Ich bin ja der Chef. Das schmeckt besser. Das heißt also, dass Cosima eigentlich eine Saalfeld-Tochter war, wenn Sie eine Hofer sind. Sie war die eigentlich rechtmäßige Erbin des Fürstenhofs. Sie können sich denken, für wie viel Unruhe das hier gesorgt hat. Hat sie Ihnen das Erbe streitig gemacht? Sie hat ihre Rechte geltend gemacht. Ja, und?
Wir haben irgendwann eine Lösung gefunden, die alle zufriedengestellt hat. Aber Sie wären ja sicher nicht hier, wenn Cosima Ihnen alles abgenommen hätte, oder? Ja, es gab viele Veränderungen und Wechsel, was die Besitzverhältnisse betrifft. Aber zumindest bin ich Anteilseignerin geblieben. Das freut mich. Aber im Moment zählt für mich nur eins und das... Ja. Das ist wie ein kleines Wunder. All die Jahre, in denen wir nichts voneinander wussten. Dann sind Sie tatsächlich... Also ich meine, du... Bist du meine Schwester, Charlotte, Beatrice? Arbeiten. Was? Du verschluckst die Hälfte der Silben. Bitte an welcher Stelle? Ja, zum Beispiel, du hast mich so fasziniert. Es heißt fasziniert. Aber ich sing doch fasziniert. Eben nicht. Na, ist so gut, dann probieren wir es halt nochmal. Ach, das bringt doch nichts. Wieso? Weil du nicht bei der Sache bist. Was hast du denn jetzt plötzlich? Ja, eine kleine Verstimmung vielleicht, weil du heute gar so fit bist und so sprühst vor lauter Ideen. Ach gut, ich bin vielleicht nicht in Höchstform. Ja, was ich dir nachsehen muss, weil du dich ja als Küchenmarkt von Poppy missbrauchen lässt. Sag mal, hast du als Arzt und als Musiker nicht schon genug zu tun? Ja, aber das schließt ja nicht aus, dass ich jemandem helfen darf. Ja, ja. Das konnte Poppy immer schon gut. Die Freundlichkeit anderer Menschen ausnutzen. Ich habe es gern getan. Möchtest du jetzt vielleicht Poppys neuer Sugar Daddy sein? Natascha, so ein Unsinn. Die Position ist nämlich schon besetzt, und zwar von Werner. Ich habe es getan, weil ich trotz knapper Kasse möchte, dass es ein schönes Fest wird. Dann hättest du Poppy mal das Rechnen beibringen sollen. Ja, bei meinem lieben Schwesterchen, da muss man nicht ganz unten an der Basis ansetzen. Cosima hat sich also tatsächlich im Fürstenhof eingenistet. Das war ihr gutes Recht. Entschuldige, ich bin mit ihr aufgewachsen und... Man soll ja nicht schlecht über Tote reden, aber glaub mir, ich habe einiges mit ihr erlebt. Wir hatten es auch nicht einfach miteinander. War klar, dass sie irgendwann an Herzversagen stirbt. Und das ist wohl das Einzige, das sie niemand zum Vorwurf machen konnte. Egal, was passiert ist, es waren immer die anderen schuld. Sie hat immer das Gefühl, sie kommt zu kurz. Ich meine, Sie haben sich bestimmt nie Gedanken darüber machen müssen, wie Sie Ihre nächste Miete bezahlen. Nein, das musste ich nicht. Oder wie Sie Ihre Kinder versorgen. Nein. Genießen Sie, was Sie haben. Einen Grund zu jammern haben Sie gewiss nicht. Ich trage es noch immer in mir. Dieses Gefühl, dass ich ihr etwas schulde. Du kannst doch nichts dafür, dass ihr vertauscht worden seid.
Ich habe ein Leben gelebt, das eigentlich ihr zustand. Ich wurde als Saalfeld-Tochter aufgezogen, lebte im Fürstenhof. Während ihr beide in viel weniger privilegierten Verhältnissen aufwachsen musstet. Ich habe alles gehabt, was ich mir wünschen konnte. Die denkbar beste Ausbildung, hatte niemals Geldsorgen. Das darfst du dir nicht vorwerfen, Charlotte. Schuld waren andere. Du bist genauso Opfer wie Cosima. Ehrlich gesagt, bist du mir als Schwester jetzt schon viel lieber. Fräulein, entschuldige, dass ich in dieser Situation etwas überreagiert habe. Ach, du brauchst dich bei mir nicht zu entschuldigen. Wenn ich gewusst hätte, dass deine Ex-Frau entführt worden ist, dann hätte ich dich natürlich mit diesem Frühlingsfest gar nicht so genervt. Es ist ja zum Glück alles gut gegangen. Komm, aber du hättest mir natürlich schon sagen können, was für ein Krimi gerade abgeht, während ich mir Gedanken über Fleisch, Pflanzerl und Kartoffelsalat mache. Dann hättest du dir auch nur unnötig Sorgen gemacht. Warum wolltest du eigentlich unbedingt diese Zeitung kaufen? Ach, angeblich mokiert sich einer dieser Schreiberlinge über die Arbeit des Bürgermeisters. Über dich? Warum? Weil ich bei jeder zweiten Ratsversammlung wegen des Liebesrausches mit meiner jungen Frau fehle. Halte ich dich von deiner Arbeit ab? Also, bei einem speziellen Fall könnte es durchaus gewesen sein. Aber es war wunderschön. Aber Werner, ich möchte nicht, dass du wegen mir Probleme hast. Aber Billein, solange ich meine tüchtige Hildegard Sonnenblicher dabei weiß, da spinne ich doch meine Fäden lieber im Hintergrund. Ein Bürgermeister ist ein Macher, keine Plaudertasche. Und geht ein Bürgermeister eigentlich auch mal aus? Also mit dir immer gern. Ich bin mit Tina verabredet. Hast du Lust mitzukommen? Lieb, dass du an mich denkst, aber ich finde, ihr jungen Leute solltet besser unter euch bleiben. Gibt's bestimmt viel zu erzählen. Die neuesten Klatschnachrichten der Tina Kressler interessieren mich auch nicht besonders. Was darf ich Ihnen bringen? Christian, Räubersch? Ja. Zweimal Räubersch. Gern. Schau mal, hier gibt's ein Seminar für Eventmanager. Das ist doch genau das, was ich gerade brauche. Da lerne ich, wie ich so ein Frühlingsfest noch besser organisieren kann. Auf Mallorca. Cool. Und schau mal, hier gibt's einen Anti-Stress-Entspannungskurs auch noch gratis dazu. Klingt nicht besonders seriös. Wieso? Das werden irgendwelche selbsternannten Dozenten sein, die am Strand Partys organisieren, aber vom reinen Eventmanagement keinen blassen Schimmer haben. Ja, guck dir mal diesen Mondpreis an. Ich muss mich doch irgendwie fortbilden, wenn ich auf Dauer eine Eventagentur leiten möchte. Und schau mal, was ich alles lernen kann. Event-Controlling, Konzeptplanung. Poppilein, für den Anfang reicht ein Grundkurs in der Erstellung von Kalkulationen auch. Und den gibt's an der Volkshochschule. Wie hat der alte Saalfeld das eigentlich hinbekommen? Man vertauscht ja nicht mal eben zwei Kinder. Der Vater von Dr. Niederbühl war damals der zuständige Arzt. Er hat ihm geholfen. Wiggel hat es sich einiges kosten lassen, seine herzkranke Tochter gegen eine gesunde auszutauschen. Und das ist es ja nicht alleine. Sie haben die Tat jahrelang geheim gehalten. Ja. Ich habe mich tatsächlich als seine Lieblingstochter gefühlt. Dabei war alles nur geheuchelt. Er hatte noch andere Kinder? Ja. Elisabeth. Sie liegt auch hier auf dem Friedhof. Wiggel hat sie ins Kloster gesteckt, als sie von einem Mann schwanger wurde, den er nicht akzeptieren wollte. Und das Kind? Wurde zur Adoption freigegeben. Fürchterlich. Ich habe Wiggel mein Leben lang wie meinen Vater geliebt. Bis ich irgendwann von seinem skrupellosen Charakter erfahren habe. Von der Hofer-Sippschaft könnte ich dir auch so einiges erzählen. Oh mein Gott, was sich Menschen alles antun. Könntest du nicht doch noch etwas bleiben? Wir haben uns noch so vieles zu erzählen. Ein ganzes Leben. Ja. Meines habe ich dir zu verdanken. Jetzt ist aber endlich mal gut.
Eine wirklich ausgezeichnete Küche habt ihr hier. Wollen Sie vielleicht noch einen Kaffee oder einen Grappa? Ah, nein, vielen Dank, vielleicht später. Wie kam das eigentlich, dass Sie sich ausgerechnet jetzt entschieden haben, an den Fürstenhof zu kommen? Ein Engel wird Sie geschickt haben, um mich zu retten. Wer weiß. Gab vor vielen Jahren eine sehr unschöne Geschichte. Ich wollte versuchen, mich mit Cosima wieder zu versöhnen. Worum ging es? Ich möchte eigentlich gar nicht darüber reden. Nach den ganzen Familiendramen, die wir in der letzten Zeit erlebt haben, kann umso schnell nichts mehr schockieren. Also, wenn es dir unangenehm ist, musst du es nicht erzählen. Es ging um Götz. Götz war ja mit Cosima verheiratet. Aber er hat immer wieder versucht, mich ins Bett zu kriegen. Und als ich mich geweigert habe, hat er vor Cosima behauptet, ich hätte ihm Avancen gemacht. Aber nicht die feine Art. Ja, Cosima hat es ihm aber geglaubt und jeglichen Kontakt zu mir abgebrochen. Und für eine Versöhnung ist es jetzt leider zu spät. Dann hat sie dich all die Jahre zu Unrecht verdächtigt. Ist kein sehr schönes Gefühl, dass ich da mit mir rumtragen musste. Deswegen hat mich die Unterstellung von deinem Ex-Mann ja auch so verletzt, dass ich das Lösegeld unterschlagen haben soll. Denken Sie nicht an das dumme Gerede. Bei uns sind Sie herzlich willkommen. An der Käsemichler. Tina, steht Ihnen wirklich sehr gut. Danke. Jonas. Hi. Hey, wie geht's dir? Alles cool. Und bei dir? Auch alles cool. Es sieht so aus, als würde ich das Stipendium tatsächlich bekommen. Oh. Freut dich das nicht? Doch, klar. Weil ich dann hier bleibe und los bist. Blöd, Mann. Nein, ich freue mich, weil du es dir so sehr gewünscht hast. Dann ist es dir egal, ob ich zurückkomme? Nein, natürlich nicht. Aber ich freue mich, wenn du vorwärts kommst. New York ist der Wahnsinn. Du musst mich unbedingt mal besuchen. Bestimmt, ja, irgendwann. Ansonsten geht's dir gut? Alles bestens. Wir bereiten hier gerade so ein Frühlingsfest vor. Spaß. Ja, danke. Super. Na dann. Tschüss. Tschüss. Dein Jonas. Ich habe so lange auf den Anruf von ihm gewartet und jetzt redet er nur Blödsinn. Und du? Vielleicht haben wir uns einfach nichts mehr zu sagen. Oder ihr sagt euch einfach nicht das, was ihr euch eigentlich zu sagen habt. Ach, Tina, wir können die Tour heute Abend doch einfach absagen. Dann bleiben wir zu Hause und schauen uns irgendeine Schnulze an. Nein. Nur, der Liebeskummer könnte dann dadurch schlimmer werden. Auf keinen Fall. Ich habe schon so viele Nächte wegen Liebeskummer jetzt zu Hause verbracht. Wir gehen auf jeden Fall aus und wir lassen es uns so richtig gut gehen. Okay. So entspannt wie heute habe ich dich lange nicht erlebt. Ist das ein Wunder? Patricia ist endlich hinter Gittern und ich habe plötzlich eine Schwester. Eine richtig nette noch dazu. Ja, finde ich auch. Aber sie scheint es nicht immer leicht gehabt zu haben in ihrem Leben. Ich fände es wirklich schön, wenn sie hier in der Nähe etwas findet. Aber sie hat keinen Grund genannt, warum sie nicht mal als Anlageberaterin arbeitet. Vielleicht wollte sie sich verändern. Einige neue Angebote hat sie ja schon. Ich wäre gerne behilflich. Aber?
Ja, sie war so reserviert, als ich mal angedeutet habe, ich würde mich für sie umhören. Das hast du mitgekriegt. Ah, vielleicht wollte sie einfach nicht den Eindruck erwecken, sie wollte uns benutzen. Oder es lief doch nicht so ganz rund mit ihrem letzten Arbeitgeber? Wenn wir ein bisschen vertrauter sind, wird sie es uns sicher erzählen. Guten Abend. Guten Abend. Der Jahrgang Champagner ist ausgezeichnet. Danke für den Tipp. Er steht ganz unten auf der Karte. Oh ja. Bei dem Preis sollte eigentlich das Weingut mit dabei sein. Gern. So, für Sie. Aber deshalb habe ich ja gar nicht bestellt. Der Herr am Nebentisch möchte wissen, ob Sie seinen Geschmack teilen. Danke. Gern. Also, das war mit Abstand das genialste Curry, das ich jemals gegessen habe. Das wollte ich hören. Du, vielleicht sollten wir einfach auswandern und in Thailand ein Restaurant aufmachen. Hm. Ich kenne da auch eine ganz schöne Stelle. Eine kleine Bucht mit weißem Sandstrand und Palmen. Hm, frischem Gemüse und Fisch direkt aus dem Meer. Hm. Das wäre schön. Du frisst mir aus der Hand. Was ist? Das wird vorerst nur ein Traum bleiben. Ich meine, solange der Prozess läuft, können wir doch keine Pläne machen. Das schlimm sieht's auch gar nicht mehr aus. Für den Mord an Sophie ist Patricia überführt worden. Und dann bleibt nur noch, dass ihr uns allen ein bisschen was vorgemacht habt. Es geht um schweren Betrug, 3 Millionen Euro. Aber doch nicht aus Habgier, sondern nur, weil du dir Sorgen um das Leben deines Bruders gemacht hast. Hermann hat doch auch gemeint, dass ihr wahrscheinlich mit der Bewährungsstrafe davon kommt. Ja, wahrscheinlich wollte er uns einfach nur Mut machen. Ich bin so froh, dass wenigstens du mir verzeihst. Mein Vater auch bald. Der Staatsanwalt wird nicht so großzügig sein. Hey, ihr seid beide ohne Vorstrafen. Und steht mitten im Leben. Ja, vor allem Sebastian, der gerade seinen Job verloren hat. Das wird sich auch nicht positiv auf den Prozess auswirken, hat der Anwalt gesagt. Sebastian ist ein hervorragender Geschäftsführer. Der findet ganz schnell wieder einen neuen Job. Doch nicht bis zum Prozessbeginn. Wach? Ah, Poppy. Ja, da hat etwas neben mir im Bett gefehlt. Du bist ja süß. Hast du dir Sorgen gemacht? Ja, bisschen schon. Du brauchst aber nicht eifersüchtig sein. Aber es hätte dir doch was passieren können. Aber ich war doch gar nicht alleine. Wie war's? Habt ihr euch amüsiert? Mit dir wäre es natürlich viel lustiger gewesen. Aber mit Tina war es auch wirklich lustig. Die ist eine richtige Partymaus, ist richtig aus sich rausgegangen. Das hätte mir ja gar nicht zugetraut. Ja, und wie? Die Männer, die haben Augen gemacht. Die Augen sind ihnen richtig rausgefallen. Das sagt man doch so, oder? Na, dass sie bestimmt bald einen passender für sie finden. Ach nein, die braucht noch Zeit wegen Jonas, weißt du ja. Aber so hatten wir richtig viel Zeit zu quatschen. Ja, über die Männer natürlich. Und so richtig philosophisch. Ah, so? Mhm.
Ja, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir unsere Lebenszeit am besten verbringen. Ja, und wie? Ich habe einen Entschluss gefasst. Aber du darfst nicht sauer sein. Ja, warum sollte ich? Ich möchte das Seminar auf Mallorca unbedingt machen. Bitte. Weißt du das mit dem Anti-Stress-Entspannungskurs? Ich zahl's auch selber. Ist nicht besser, du buchst gleich einen Wellness-Urlaub? Hoppi, war ein Scherz. Jetzt ganz ehrlich, was meinst du? Naja, also wenn du das unbedingt willst, dann hast du meine volle Unterstützung. Und meinst du, ich schaff das? Ach, natürlich. Wenn jemand das Zeug zur Eventmanagerin hat, dann natürlich du. Werner, du bist einfach der Beste. Kondition nachlässt nach so ein paar Tagen im Kopf. Ja, ja, ich kenne das. Und bei dir? Was hast du jetzt vor? Naja, Morbus Geiger ist ja passé, das ist die Hauptsache. Alles andere wird sich zeigen. Vielleicht meine letzten Tage in Freiheit. Wenn ich irgendwas tun kann. Meine Schwester versucht, dich milde zu stimmen? Nein, nein. Das ist ja absurd, Niklas. Ich habe dich und deine Familie über Monate abgezockt. Den Großmut in allen Ehren, aber ich muss lernen, für meine Fehler selbst gerade zu stehen. Ich habe Julia und dir die Hölle heiß gemacht. Ihr musstet monatelang auf eure Liebe verzichten, meinetwegen. Du hättest jeden Kunden mehr eine reinzuhauen. Ja, das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Mein Angebot steht. Danke. Aber ich muss von selbst auf die Beine kommen. Also Peter, die drei kommen ins Lavendelzimmer. Der ist für die Frau Dr. Giebel, das ist die Dame, der Sie schon das Cello gebracht haben. Und der Rest gehört den Herrschaften aus Bozen, die reisen jetzt dann eh gleich rum. Alles klar. Gut. Tja, Alfons, wie es aussieht, sind wir gut gebucht. Ja, wir sind fast ausgebucht. Na, hervorragend. Ist die Frau Hofer noch da? Und sie wird wohl auch noch ein bisschen bleiben. Sicher nicht. Bitte? Ja, weil ich das Zimmer einem Golfpartner zugesagt habe. Ach so, ja, dann nehmen wir für den halt ein anderes Zimmer. Nein, nein, Alfons, das geht nicht. Er besteht darauf, dass er das gleiche Zimmer bekommt wie im letzten Jahr. Aha. Und welches ist es? Das müsste doch in den Buchungen zu sehen sein. Selbstverständlich. Schauen wir doch mal nach. Wie heißt er denn, Ihr Golffreund? Ja, also... Ganz im Vertrauen, Alfons. Ich möchte, dass Frau Hofer aus diesem Hotel so schnell wie möglich verschwindet. Ja, und warum? Ich meine, ich kann sie ja nicht mir nichts, dir nichts vor die Tür setzen, ohne triftigen Grund. Dann sagen Sie ihr doch ganz einfach, dass Ihr Zimmer wie alle anderen Zimmer ab sofort gebucht ist. Herr Solfeld, ich glaube, Sie sind noch nicht über die neuesten verwandtschaftlichen Verhältnisse im Bilde. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass Beatrice Hofer eine bisher unbekannte Schwester von der Charlotte ist. Das ist doch nicht wahr. Doch. Hofer. Wie Cosima Zastrow, geborene Hofer. Genau. Dann ist erst recht mit Vorsicht zu genießen. Ja, ich habe auch meine Vorbehalte gehabt, aber... Die sind doch alle aus der Sippschaft hochgradig kriminell. Sie ist vom Wesen her offensichtlich ganz anders. Also Cosima Zastrow hätte nie ihr eigenes Leben für das eines anderen riskiert. Für eine Million hätte sie so einiges getan. Und unsere Beatrice Hofer ist mit Sicherheit genauso veranlagt. Eine Million? Ja. Thank you.
Ja, bitte. Guten Morgen, Herr Stahl. Was kann ich für Sie tun? Ich weiß, es ist kaum angemessen, Sie um einen Gefallen zu bitten, aber ich kann es immer versuchen. Ich höre. In dem Prozess, der mir bevorsteht, werde ich ohne feste Arbeit ziemlich schlechte Karten haben. Sie erwarten aber nicht, dass ich Sie wieder als Geschäftsführer einstelle? Natürlich nicht. Ich bin bereit, jede Arbeit zu tun, die mich auf eigenen Füßen stehen lässt. Im Grunde genommen schulde ich Ihnen noch etwas. Sie haben den Mord an Sophie auf sich genommen, obwohl Sie es gar nicht waren. Sonst hätte es Julia tun müssen. Patricia hat sie erpresst. Die Courage hat nicht jeder. Es war die einzige Möglichkeit, Patricia endlich zu überführen, um weitere Katastrophen zu verhindern. Dass es nicht dazu kam, es Ihnen zu verdanken. Ich habe es nicht getan, um irgendwelche Gegenleistungen zu erhalten. Gut, mal angenommen, ich lasse Sie in irgendeiner Position am Fürstenhof arbeiten. Wer garantiert mir dann, dass Sie mich nicht wieder hintergehen und mir schaden? Daran hatte ich nie Interesse. Aber Sie haben sich vor Patrizias Karren spannen lassen. In dem Moment, als ich mich auf Sie eingelassen habe, habe ich mich selbst verraten. Was soll ich mit Mitarbeitern, die sich von anderen derart manipulieren lassen? Entschuldigung, es war nur eine Frage. Warten Sie. Oh, ist es zu fest? Ach, im Gegenteil. Es ist ja göttlich. Sie müssen eine Menge weiblicher Fans haben. Oder bekomme ich gerade eine extra Behandlung? Freut mich, wenn Ihnen die Massage gut tut. Gut, ist untertrieben. Ja, hier in der Schulter- und Nackenpartie, da sind Sie doch ziemlich verspannt. Ja, Sie sagen es. So, dann dürfen Sie gerne noch einen Moment liegen bleiben. Sie wollen so gar nicht bemerken, dass ich gerade versuche, mit Ihnen zu flirten, was? Sie wollen mich doch nicht etwa in Verlegenheit bringen, oder? Wieso nicht? Ach, ich ahne es schon. Sie sind ein treuer, braver Ehemann. Entschuldigung. Ich bin manchmal sehr direkt. Aber nur, wenn mir jemand sympathisch ist. Sie ziehen sich ganz in Ruhe an. Ist das jetzt ein Rauswurf? Das war nur ein Scherz. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ich werde meine neue Schwester sicherlich öfter mal besuchen. Neue Schwester? Ja. Bis gestern wusste ich nicht mal, dass sie existiert. Charlotte. Charlotte Saalfeld, Sie kennen sie doch bestimmt. Frau Saalfeld ist Ihre Schwester. Ganz genau. Na dann, viel Spaß. Vielen Dank. Das muss heute noch aus. Alles klar. Hermann, was hast du denn vor? Ich lasse mich einfach mal so treiben. Eure Wanderwege sind ja sehr gut gekennzeichnet. Ja, gibt ein paar wunderbare Touren. Sag mal, Friedrich, diese Frau Hofer. Ja? Was ist das für ein Blick, Hermann? Was für ein Blick? Schaust wie der Fuchs, bevor er den Hühnerhof marschiert. Ich habe nur eine einzige Henne im Visier. Sag mal, ist das eine blond, schlank, ein bisschen umwittert von Geheimnis und Tragik? Ja, besser könnte man sie gar nicht beschreiben. Soll ich sie dir vorstellen? Nein, ich war nur neugierig, wie so eine gefeierte Heldin wohl aussieht. Ja, die ist auch sehr nett. Davon werde ich mich demnächst selbst überzeugen. So. Jetzt gehe ich mal los. Aber übertreib's nicht, wir brauchen ihn noch.
Ich werde euch noch alle überleben. Wenn ich den Prozess doch nur schon hinter mir hätte. Ich muss genauso wie Sebastian für alles einstehen. Aber dann bin ich wirklich frei, kann einen Schlussstrich ziehen und mit Niklas neu anfangen. Ich kann es kaum erwarten, dass unser neues Leben endlich beginnt. Ist das entzückend, was es in diesem Fürstenhof alles zu entdecken gibt? Sie sind Frau Hofer, oder? Charlottes Schwester. Ich komme mir langsam vor wie mein eigenes Denkmal. Nach all dem, was Sie für die Familie getan haben, hätten Sie es auch verdient. Jetzt übertreiben Sie mal nicht. Diese Taschen hier, die machen Sie alle selbst? Ja, sind alles Einzelstücke. Wirklich sehr schön. Sie haben Geschmack. Danke. Ach, die hier ist perfekt zum Shoppen. Ja, geht ja auch eine ganze Menge rein. Was kostet die? Wissen Sie was? Ich schenke sie Ihnen. Aber wieso? Wir kennen uns doch gar nicht. Und ich habe nicht mal Geburtstag. Aber Sie haben jemandem das Leben gerettet, der mir sehr wichtig ist. Ich bin Julia Wegener, die Freundin von Niklas Stahl. Freut mich. Dann sind Sie ja gewissermaßen die Schwiegertochter von Charlotte. Ach, naja, so weit sind wir noch nicht. Also, vielen Dank. Sehr gerne. Wenn sie sich nur als Cosimas bzw. deine Schwester ausgibt? Das ist doch absurd. Warum sollte sie das tun? Gibt es irgendwelche Beweise, dass sie eine Hofer ist? Werner, sie hat mir das Leben gerettet. Und dann stellen wir zufällig fest, dass sie meine Schwester ist. Soll ich mir da ihren Personalausweis zeigen lassen? Es gibt andere Wege, ihre Identität festzustellen, ohne sie direkt ansprechen zu müssen. Ich habe überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln. Sie hat mir so viel aus ihrer Kindheit erzählt. Sie ist eine Hofer. Wir waren uns von ersten Moment an dermaßen vertraut, so etwas spürt man. Ach, du hast sie auch ein halbes Leben lang für die Tochter vom alten Wigger gehalten. Denk doch, was du willst. Beatrice ist eine herzensgute Frau, der von Götz Zastrow übel mitgespielt wurde. Und was soll es da gegangen sein? Das ist sehr privat. Aber du schlägst mit deinen Unterstellungen genau in die gleiche Kerbe. Mir sind das einfach viel zu viele Zufälle. Werner, wenn du miterlebt hättest, wie sie und ich in dem Verlies leiden mussten. Findest du es nicht merkwürdig, dass diese Frau hier plötzlich erscheint, deine Retterin spielt und dann auch noch deine Schwester sein will? Nur weil du Angst um dieses verlorene Lösegeld hast, ja, musst du Beatrice nicht in den Dreck ziehen. Wenn ich sich wiederfinde, bin ich gerne bereit, alles zurückzunehmen und mich zu entschuldigen. Ich werde dich daran erinnern. Das nennt man Karriere machen. Besser als gar nichts. Stimmt. Und was werden deine Mitarbeiter sagen, wenn plötzlich der Geschäftsführer die Gäste bedient? Lass sie doch reden. Bin froh, dass ich wieder Arbeit habe. Denke ich nicht so viel über den Prozess nach. Aber wenn Friedrich dir jetzt einen Job gibt, vielleicht unterstützt er uns dann auch vor Gericht. Niklas hat mir auch seine Hilfe angeboten. Also ich weiß nicht, ob ich so großzügig wäre, wenn man mich monatelang abgezockt hätte. Ich habe mich ganz schön durchs Leben laviert in den letzten Monaten auf deine Kosten. Zeit, nochmal von vorne anzufangen. Klingt vernünftig. Wart's ab. Ich werde ein super Kellner. Sie verreisen? Mhm. Eine Woche Mallorca. Ich schlage mir die Nächte um die Ohren, damit Ihr Frühlingsfest funktioniert. Und Sie machen Urlaub? Nein, ich mache keinen Urlaub. Ich nehme an einem Event-Manager-Seminar teil. Ja, ich bin ja nicht blöd. Ich weiß ja, dass ich das lernen muss, damit ich professionell werden kann. Da bin ich sehr optimistisch. Vielen Dank nochmal, dass Sie mir beim Probekochen geholfen haben. Gerne. Und das ist eine gute Idee mit dem Seminar. Was für ein Seminar? Für Eventmanager.
Aha, und dafür brauchst du dann deine Strandtasche. Das Seminar ist auf Mallorca. Ja, dann viel Vergnügen bei deinem Seminar. Danke. Ein paar Tage Auszeit tut ja jeder Ehe gut. Ja, dann pass gut auf dich auf. Hol dir keinen Sonnenbrand. Tschüss, Schwesterherz. Warum sagt Natascha eigentlich so komische Sachen? Mit Werner ist doch alles wunderbar und ich fahre doch nicht zum Baden, sondern ich will doch wirklich was lernen. Sie kennen doch ihre Schwester, Da muss man nicht alles, was sie sagt, immer auf die Waagschale legen. Also, gute Reise und viel Erfolg. Ja, danke. Das Taxi wartet bestimmt schon. Also, tschüss. Tschüssi. Na, das ist nämlich ein schöner Zufall. Hallo? Hat Ihnen der Champagner gestern geschmeckt? Es gibt unangenehme Neuigkeiten. Inwiefern? Nun, der Prozess wird geführt von einem Richter namens Sigurd Öfele. Und der ist wohl ein sehr scharfer Hund. Julia, wir haben uns gerade gefunden. Nach all den Problemen und Kämpfen. Darüber bin ich auch unendlich glücklich. Trotzdem willst du das jetzt aufs Spiel setzen. Und in der Panik habe ich dann die Tasche einfach weggeworfen. Ich hätte wahrscheinlich das Kind einfach zurücklassen können, oder? Ich hatte eher vermutet, sie hätten das Geld hier versteckt, um es sich später unter den Nagel zu reißen. So.